Der malerische Ort Taormina auf der italienischen Insel Sizilien liegt inmitten einer der schönsten Landschaften unseres Planeten. Die umgebende Kulisse reicht vom nahen Festland von Italien bis zum immer rauchenden Vulkan Ätna. Taormina, hoch über dem Meer auf einem Felsen, bietet grandiose Aussichten auf die umgebende Berglandschaft und die traumhafte Küste. Man kann die quirlige Innenstadt zum Shoppen nutzen, die vielen Kulturstätten besichtigen oder abseits die wunderschönen Landschaften genießen. Abkühlen tut man sich nach einer Seilbahnfahrt unten am Strand und wem das nicht reicht, der macht einen Tagesausflug auf den nahen Vulkan, den immer aktiven und über 3200 Meter hohen Ätna. Corso Umberto heißt die Einkaufsmeile von Taormina von Stadttor zu Stadttor entlang der historischen Gebäude. Täglich schieben sich Massen von Touristen aus der ganzen Welt durch die Gassen und schauen sich die vielen Souvenirläden an. Von teuersten Modeartikeln über kulinarische Köstlichkeiten bis zu mehr oder weniger echten Antiquitäten wird alles angeboten. Mitten im Corso Umberto liegt die Piazza Nono Aprile mit einer wunderbaren Aussicht aufs Meer und auf die Berge. Wer sich ausruhen will, nimmt Platz beim Kaffee wunderbar. Den schönsten Blick auf den Ätna hat man vom griechisch-römischen Theater aus, aber auch der Rundumblick auf das untenliegende Meer ist atemberaubend. Auf der Rückseite hat man bei guter Sicht einen wunderschönen Blick auf das nahe italienische Festland und auf die unten liegenden Strände. Musik.
Und wer sich immer noch nicht satt gesehen hat, macht noch einen Abstecher zum naheliegenden Stadtpark. Hier ist es ruhiger, aber auch hier ist die Aussicht grandios und der Park ist wunderschön angelegt. Wem selbst das noch nicht reicht und wer dazu gerne Treppen steigt, der sollte sich die Zeit noch nehmen, über den Treppenaufstieg Mulattiera Castel Taormina hoch zum Santuario Madonna della Rocca und Castello Saraceno aufzusteigen. Oben gibt es zu beiden Seiten eine tolle Rundumsicht und man kann sich Taormina auch mal von oben anschauen. Zurück in Taormina kann man sich erstmal mit den vielen angebotenen Köstlichkeiten stärken, um danach zum stadtnahen Aussichtspunkt Belvedere zu wandern. Von dort hat man die beste Aussicht auf die wunderschöne Insel Isola Bella. Thank you.
Die Isola Bella und die umliegenden Strände erreicht man am bequemsten mit der Seilbahn von Taormina runter nach Mazzaro. Die Badesachen und die Taucherbrille sollte man nicht vergessen. Das Wasser ist glasklar und voller Fische. Ein lohnenswerter Tagesausflug ist der Besuch des nahen Ätna, zumindest wenn er nicht von Wolken eingeschlossen ist. Per Fahrt mit der Seilbahn und Bergbussen kann man sich dem sichtbar aktiven Vulkan aus der Nähe anschauen. Aber warm anziehen, auf 3000 Metern Höhe ist es kalt und das Wetter kann sich schnell ändern.
Wer nach all diesen Eindrücken nicht einfach müde ins Bett fällt, kann nochmal das Zentrum von Taormina besuchen. Bei einem Abendspaziergang, gutem Essen und Musik kann man den Tag in Ruhe ausklingen lassen.